So sehen angezählte Trainer aus. Michael Fronzek vor seiner vielleicht letzten Partie als Angestellter von Hannover 96. 6 Spiele, 1 Punkt, Tabellenschlusslicht. Gegen Wolfsburg kann er sich wohl nur noch mit einem guten Ergebnis retten. Aber Fronzek spricht nicht gern über sich selbst. Ich denke, dass du weißt, dass ich mich weder im Erfolgsfalle als auch in dieser Situation da allzu wichtig nehme. Ich denke, dass das morgen sehr, sehr schwierige Aufgabe ist, das ist keine Frage. Wenn es doch nur das wäre. Neben der miserablen sportlichen Situation gibt es gelinde gesagt Differenzen zwischen Fronzek und Clubboss Martin Kind. Es brodelt. Kind hat öffentlich die Konkurrenzfähigkeit der Mannschaft angezweifelt. Ein klarer Angriff auf Fronzek, der sich gegen schnelle Sommerneuverpflichtungen ausgesprochen hatte und für eine weitsichtigere Transferpolitik. Dann zusammen mit dem designierten Geschäftsführer Sport Martin Bader, der in wenigen Tagen seinen Dienst antritt. Fronzek aus der Deckung. Es ist doch das einzig Seriöse für diesen Club mit einer neuen Struktur, mit einem neuen Geschäftsführung Sport, mit einem neuen Sportdirektor. Diese Transfers, die man jetzt im Winter noch tätigen kann, diese Möglichkeit hat man, über 3-4 Monate seriös vorzubereiten und nicht in dieser Hektik, in diesen Aktionismus zu verfallen. Wenn diese Loyalität, die ich dem Club gegenüberbringe, dann so ausgelegt wird, ja, dann muss man sich das, dann kann ich natürlich den einen oder anderen Kollegen verstehen, wenn er sagt, nach mir die Sinnflut, kauft immer, was auch immer noch am Markt ist, auch wenn das keinen Sinn macht, muss ich mich hinterfragen. Ich kann aber nur eins dazu sagen, ich werde mich diesbezüglich nicht ändern. Vielleicht bekommt er ja sogar noch seine Chance, sich mit weitsichtigen Transfers aus dem Schlamassel zu ziehen. Aber dazu wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen.